Die alles. Hat er. Die hat die Statistik. Jetzt guckst du euch mal an. Was. Das Mittelstürmer. Kylian Mbappé. Einfach in 17 Spielen 19 Treffer als Mittelstürmer. Königlich. Richtig königlich. Ne? Da und da darf nicht Mbappé. Danke. Kylian Mbappé zu Real Madrid. Werden wir Zeugen einer neuen Dynastie? Und wie spielen eigentlich die Galaktischen der Zukunft? Jetzt bei Diago 90 Hot Topic. Wow! Geskatet, keine Niederlage. Diago 90. Der Wechsel von Mbappé zu Real Madrid ist noch nicht offiziell, aber die Anzeichen verdichten sich und je konkreter dieser Wechsel wird, desto relevanter wird dieses Video. Und warum sich Real Madrid eigentlich so sicher ist, dass er kommen wird, ist eines und das ist eigentlich die sportliche Perspektive. Kylian Mbappé einen Riesenvertrag unterschrieben gehabt bei PSG. Dieses Jahr läuft er aus, nach Ende der Saison. Und natürlich ist klar, er wird auf jeden Fall wieder einen riesigen neuen Vertrag unterschreiben mit ganz viel Handgeld. Richtung 200 Millionen soll das Ganze wieder gehen. Entscheidend diesmal aber, für mich zumindest, dass er sich sportlich entscheidet und nicht ja, einfach nur drauf schaut, irgendwie in Paris endlich zu mal bleiben, sportlich, viel Geld. Ey. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe da zwei Dinge, die ich einfach mal loswerden will. Erstens dieses Drama, das nervt mich unfassbar um diesen Spieler und gleichzeitig tut mir Kylian Mbappé auch ein bisschen leid. Der ist da so getrieben, der ist da so getrieben von seiner Mutter. Seine Mutter ist keine ausgebildete Beraterin, aber verhandelt die ganze Zeit mit, mischt sich da überall mit ein und hat vor 2 Jahren bei diesem Vertrag, den er dann bei PSG doch unterschrieben hat, eine Menge Aktien mit drin gehabt. Und das ist vor allen Dingen dieses Geld getrieben und dieses, mein Sohn, du bleibst hier in Paris und holst uns hier den Champions League Titel. Und ich sag dir eins, sie hat ihn jetzt schon um 2 La Liga Meisterschaften gebracht. Torschützenkönig hätte er da schon werden können. Champions League, was ist damit denn? Die Champions League, hat sie ihm einfach geklaut. Hat sie. Ich meine, wir wissen alle, die Mütter, die wollen es immer gut für uns. Viele sagen ja, okay, bei PSG, da ist er der Star und Kylian Mbappé kann nicht so gut mit anderen Stars. Und wenn du zu Madrid gehst, da bist du einer von vielen Stars, auch wenn du natürlich als Mbappé im oberen Regal bist. Aber siehst du das als Hauptgrund, dass er dann deshalb nicht wechseln könnte? Ach, natürlich nicht. Der Junge, der braucht jetzt Titel, ey. Der ist jetzt in seiner Prime. Der wird jetzt 26. Der muss Titel holen und der muss weg von diesem Image als geldgeiles Muttersöhnchen. Und bei Kylian Mbappé ist jetzt auch wirklich so der Zeitpunkt, du hast eine Weltmeisterschaft gewonnen, du warst schon das zweite Mal im WM-Finale dabei, hast in der Liga alles rasiert, alles geholt. Der muss jetzt auf jeden Fall den Weg antreten. Weil er ja auch das Paket Stärken, Schwächen, der passt einfach zu Real. Absolut. Und damit wären wir auch schon genau bei seinem Stärken-Schwächen-Profil. Wir alle kennen Kylian Mbappé schon relativ lange, ihr verfolgt ihn wahrscheinlich genauso wie wir. Unglaublich schneller Spieler, der oft und gerne in 1 gegen 1 geht, hat uns auch oft genug gegen FC Bayern München in der Champions League gezeigt. Kommt da auch immer wieder gerne vom linken Flügel rein, kann aber auch im Zentrum spielen, extrem abschlussstark und hat auch, wenn man ihn vergleicht, gerade mit Erling Haaland, Stärken im spielerischen Bereich. Sprich, er hat auch eine hohe Passgenauigkeit, sieht auch gerne mal Mitspieler und setzt die auch gerne mal in Szene. Also ist ein Komplettpaket. Auf jeden Fall. Tempo, Dribbling, Tiefe, Abschluss, auch der IQ, der Fußball-IQ, der versteht den Sport und natürlich Erling Haaland auch auf ganz hohem Niveau, einfach mit seinen Stärken, aber wenn man die beiden dann vergleicht, und das wird ja auch immer relevanter, das sind einfach zwei potenzielle Goats dieser Generation, dann hat Mbappé auf jeden Fall Vorteile im Spielerischen. Wenn man jetzt aber drauf schaut, wie spielt denn Real Madrid eigentlich und welcher Spieler passt da rein? Vor allem defensiv ist klar, dass Real da mit einem klaren 4-4-2 gegen den Ball spielt. Jo. In der Offensive sagt Ancelotti selbst, da lasse ich meinen Spielern gerne sehr viel Freiheit. Mhm. Und das ist doch was, wenn ich das als Kylian Mbappé höre. Auf jeden Fall. Deine Meinung zu Ancelotti? Carlo Ancelotti, für mich so italienische Version von Heinkes einfach. Ja. Weißt du, ich meine? Ey, das komplett. Ist italienische Heinkes, Mann. Komplett. Weil Ancelotti hat einfach so diese Vaterfigur, auch diese Bilder mit Zigarette und in der Shisha-Bar. Ja. Ne, den nimmst du gerne mal in den Arm. Komm zu mir, komm in mein Wohnzimmer, Rotwein steht bereit, vielleicht so ein bisschen Carpaccio zur Vorspeise. Carpaccio, und dann isst du mit dem eine Pizza und hast eine richtig gute, obwohl nee, bei Ancelotti gibt's Pasta. Gibt's Pasta oder so eine geile, entweder gibt's eine geile Carbonara oder auch so eine Prosciutto Funghi, habe ich gehört, mit Knoblauch oben drauf. Boah, aber viel Knoblauch, viel Knoblauch bei Ancelotti, ey. Ja, aber guck mal, wie viel Kaugummi der kauen muss. Ey, meinst du, der ist so ein Bre, dass der sagt, wenn du samstags nicht gespielt hast, dass du danach trotzdem noch so eine Stunde ausrennen musst da im Stadion? Oder sagt der, nee, komm in meinen Garten und wir rauchen eine Zigarre zusammen. Also für mich kommt der immer rüber wie so ein Spielerfreund. Ich glaube, als so Star wäre das mein Trainer, mit dem ich mir, glaube ich, den Umgang sehr gut vorstellen kann. Ja. Ich war zwar noch nie in der Kabine mit dabei, aber Erfolg gibt ihm recht. Also er scheint auch schon klare Prinzipien zu haben. Ich glaube, nicht ansatzweise so krasse wie Tuchel, Nagelsmann sie hat, aber halt, glaube ich, auch diesen nötigen Freiraum, den sie als Superstar, glaube ich, genießt. Weil eins ist auch klar, ein Ancelotti muss mit Mbappé, einem Rodrigo oder einem Bellingham nicht mehr beibringen, wie man einen Ball annimmt oder wie man einen Gegner austribbelt. Ne? Ganz genau. Und deshalb passt Ancelotti so gut zu Real Madrid, weil er eben seinen Offensivakteuren die Freiheit gibt. Und einer dieser Offensivakteure muss eben Kylian Mbappé sein in dieser Mannschaft. Die hat schon richtig, richtig viel. Vor allen Dingen das Mittelfeld, das ist top-notch. Ich glaube, das sucht auf der Welt seinesgleichen. Hat aber trotzdem auch noch ein paar Lücken.
Wir haben Courtois und Kepa am Tor. Courtois gerade verletzt. Kepa macht das komplett solide. Viererkette mit Eder, Militao, Alaba, gerade auch noch mit Rüdiger verstärkt. Drei richtig zweikampfstarke Innenverteidiger. Also sehe ich alle drei richtig stark. Vor allem David Alaba natürlich auch noch mit seinem Tempo, mit seiner Spieleröffnung. Ja. Rüdiger einfach dieses Zweikampf, der Eder, Militao, da auch ein Luftdellen alles ab. Und Eder, Militao hat auch noch ein bisschen Potenzial. Der knabbert noch nicht an den 30. Dem gibst du noch ein paar Jahre auf Top-Niveau. Ich glaube trotzdem, weil man es ja jetzt auch gerade sieht, alle drei verletzt. Da muss Nacho mit seinen 34 in die Presche springen. Carvajal wird in die Innenverteidung gezogen. Da muss man sich mit einem Jungen entweder aus Madrid Castilla muss da mal einen hochbringen. Ja. Oder sie müssen vielleicht nochmal so einen Ousmane Diomandé verpflichten von Sporting. Also teuer. Einen jungen Innenverteidiger. Teuer. Ja, sehr teuer. Aber wenn es jemand hat, dann wäre, glaube ich. Wobei nach Kindern Mbappé auch nicht mehr. Nee. Ich glaube, da müsst ihr gucken. Vor allen Dingen, weil es, finde ich, auf den Außenverteidigerpositionen, da gibt es Bedarf. Hast du auf der rechten Seite, da hast du Carvajal und Vázquez. Super sympathisch, dass die da immer noch spielen. Auch absolute Real-Koryphäen. Ja. Jetzt über Jahre mit denen alles abgeräumt. Aber das ist zu alt und qualitativ auch eigentlich nicht mehr real Ambition. Vázquez ist für mich jetzt auch kein klassisch ausgebildeter Rechtsverteidiger, zu viel Drang nach vorne. Da muss auch einer da sein, der defensiv stark ist. Und auf der Linksverteidigerposition mit Mendy natürlich einen jungen Spieler. Aber auch da gibt es ja die Gerüchte über Alphonso Davies. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wird für jeden Bundesliga-Fan wehtun, dass er die Liga verlässt. Aber ich glaube, für Alphonso Davies ist das der richtige Schritt. Das Gefühl habe ich auch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber er hat auch so ein bisschen mir diese Vibes manchmal gegeben. Er hat zwar schon Bock, aber hat viel mehr Durchhänger gehabt als am Anfang bei Bayern. Fühlt sich ja auch in München gar nicht wohl, so richtig. Ne? Er sagt ja, er fühlt sich gerade alleine. Yeah. Ich will das noch nicht mal am Verein festmachen. Beim FC Bayern ist schon ein familiärer Club, gerade auf diesem Level. Der braucht einen Luftwechsel und gerade bei Toni Kroos hat es ja auch gezeigt, was das nochmal bewirken kann, so einen Wechsel zu Real Madrid. Genau. Mittelfeld. Ja, Wahnsinns Mittelfeld. Im Moment hast du noch die altgedienten Kroos und Modric. Ey, mit denen einfach nur trainieren zu dürfen, ist Wahnsinn. Dann noch Tchouaméni, Bellingham, Kamavinga dazu auch, ey, das ist Wahnsinn. Valverde. Und dann Valverde auch noch. Junge, was ist das denn? Hallo. Dann hast du noch so einen Arda Güler. Die komplette Türkei rastet aus. Junge. TikTok komplett gesprengt. Weil er da aber auch gefühlt schon jeden Galactico einmal im Training komplett durchgenommen hat, Alter. Das halten wir fest, das stimmt, da braucht es im Sommer nichts. Jetzt sind wir vorne und da geht es eben um Kylian Mbappé. Und wie passt Kylian Mbappé jetzt in dieses System rein? Wo sehen wir den da? Das finde ich eine geile Diskussion, weil man ja auch immer wieder hört, dass er eigentlich nicht spielen kann, wenn er zu Real Madrid kommt. Da müsste eher ein Haaland kommen, weil Haaland ist Mittelstürmer, Mbappé ja eher ein Linksaußen. Und da hat man ja mit Rodrigo und Vinicius zwei starke Flügelspieler. Aber Kylian Mbappé, das sagen vor allem auch gerade die Statistiken in dieser Saison, mehr Tore. Die hat er, die Statistiken. Jetzt guckt euch mal an, was er da rausgesucht hat. Hört ihr da ganz genau hin, ne? Du siehst ja auch anhand des Kreisels beim Transfermarkt, ey, scheiß drauf, was ich da erzähle. Als Mittelstürmer, Kylian Mbappé, einfach in 17 Spielen 19 Treffer als Mittelstürmer und 12 Mal als Linksaußen aufgelaufen, da nur 11 Treffer und auch noch 6 Assists als Mittelstürmer. Der ist auch noch ein bisschen selbstloser, wenn der in der Mitte spielt. Sieht wahrscheinlich nochmal rechts und links. Und der braucht vor allen Dingen jetzt mal ein anderes Niveau noch an Mitspielern. Ja. Was du bei PSG hast, das ist ein super Material, aber bei Real Madrid, das ist königlich. Das ist wirklich königlich. Das ist richtig königlich. Ne? Da kann ich und da darf sich Mbappé Wahnsinn. Und da darf sich Mbappé dann auch auf den Thron setzen, das Zepter in die Hand nehmen und dann lässt du den da so spielen, wie er es braucht. Und das kann eben Ancelotti. Und ich sag dir eins, Mbappé, der spielt vorne in der Dreierreihe optimal mit Jude Bellingham! Belly-Goal, Wahnsinn! Ich sag's dir! Stell dir das vor, Jude Bellingham dahinter, der setzt den in Szene, macht den Belly-Goal, dann kommt Kylian Mbappé noch. Junge, von der Seite kommt Rodrigo und Vinicius, das ist eine Infanterie. Du überlegst dir dann natürlich, du brauchst dann einen von beiden, Vinicius oder Rodrigo, das ist ganz klar momentan Vinicius, keine Frage. Und dann hast du Mbappé und dann hast du Bellingham, der situativ immer mal wieder den Benzema macht, wie er es damals bei Cristiano Ronaldo gemacht hat. Aber der mal macht auch den Gattuso, ne? Mal den Gattuso natürlich, aber vor allen Dingen vorne drin so dieses Körper, dieses Physische reinbringen, das macht Bellingham. Und Mbappé kann dann genau das machen, was er am liebsten macht. Von der linken Halbspur reinziehen, den Cristiano Ronaldo, Abschluss suchen. Bellingham lässt klatschen, nimmt Spieler mit, reißt Lücken. Dann hast du einen Vinicius Junior, den du auch im Blick haben musst, weil er eben das 1:1 hat. Wie willst du das verteidigen? Ich glaube, der lässt einfach die Fans klatschen an der Stelle. Ey, da gibt es gar nichts mehr. Also Hala diese Madrid. Truppe, Hala Madrid, da kann mir auch keiner mehr sagen, Mbappé kann es im Zentrum nicht. Das hat er einfach zu oft gezeigt. Ist auch ein Spieler, der dieses Potenzial hat. Luis Enrique lässt den auch schon viel im Zentrum spielen. Ich glaube, das ist auch gar kein Fragezeichen. Das ist ein Ausrufezeichen. Ja. Und diese Galacticos der Zukunft,
Will Junge, ich gerne meine Champions League sehen. Und deswegen der Take zum Schluss. Ja, wir werden Zeugen einer neuen Dynastie mit Kylian Mbappé bei Real Madrid. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr es denkt. Wen seht ihr bei den Galacticos? Vielleicht haben wir noch einen Spieler vergessen, bei dem ihr sagt, der könnte da wirklich richtig gut reinpassen. Ich sehe aktuell keinen mehr. Das ist schon eine Wahnsinnswaffe, diese Mannschaft. Schreibt es gerne rein. Lasst ein Like und ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Vamos. Vamos.